Willkommen bei Plan C. Heute sind wir auf dem Andreasteich. Genau, da war ich schon mal. Das war da, wo ich die Axt rausgezogen habe. Und wir haben jetzt aber noch auf der anderen Seite, wo ich noch nicht war, so zwei Stellen. Da wollte ich eigentlich noch mal gucken. Und nur ein kleines Video, nur ein bisschen werfen und ein bisschen Kaffee trinken. Ja, wie gesagt, heute sind wir auf dem Andreasteich. Oder beim Andreasteich, nicht auf dem Andreasteich. Der ist nie gefroren, ne. Hier ist die Axt rausgezogen, ja? Hier habe ich die Axt rausgezogen. Die Bumfortunöse. Die Bumfortunöse. Naja. Gucken wir, was wir heute noch so finden. Hoffentlich geile Sachen. Das ist eigentlich eine coole Gegend hier. Im Walkenried hatte ich beim letzten Video schon gesagt, wo ich das andere Video hier gemacht habe. Weil hier liegen unheimlich viele Teiche. Das sind alles alte Klösterteiche. Die liegen ja so ziemlich zusammen. Ja, und da lohnt es sich auf jeden Fall, immer mal wieder hinzugehen. Und ich hatte letztes Mal zwei Stellen. Auf der einen Stelle da hinten habe ich die Axt rausgeholt. Hier vorne habe ich gar nichts gefunden. Da habe ich nur einen Kaffee gekocht. Und jetzt will ich mal gucken da hinten. Weil da ist noch eine Stelle, die ganz gut aussieht. Hm. Und da hinten ist auch noch eine Stelle, die ganz gut aussieht. Der See ist aber relativ groß. Der ist ziemlich groß, ja. Und hier habe ich letztes Mal geworfen, hier. Ah ja. Ey, ich habe hier einen Knoten hinbekommen, das glaubst du nicht, ne? Nee. Junge, das ist ja Pfadfinder. Doch, das glaube ich dir. Ist auch ein bisschen Eis auf dem See, ne? Siehst minimal, du das? Ja. Ganz minimal. Oh, das Wasser ist richtig sauklar. Ich weiß nicht, ob ihr das hier seht. Man kann ja so richtig bis auf den Grund gucken. Sieht schon geil aus. Oh oh. Für den ersten Wurf nach ein paar Monaten? Ja, schon lange her, dass wir geworfen hast, das stimmt. Geht auch schon tief, ne? Ja, der ist ganz schön tief. Also hier vorne ist, ich denke mal, 1,50 Meter oder so. Direkt, der ganze See bewegt sich direkt. Vorher war es so schön. Total still, ne, das Wasser. Und du schmeißt Magnet rein. Bringst für alles durcheinander hier. Und da hinten habe ich letztes Mal die Axt rausgezogen. Da. Ach, hier ist noch nicht geworfen. Doch, hier habe ich auch geworfen, aber hier hatte ich nichts. Und ich wollte jetzt eigentlich da vorne hin, aber da sieht es ziemlich matschig aus. Aber guck mal da lang, den ganzen Weg, da kannst du eigentlich auch gut werfen. Und da hinten kannst du auch noch gut werfen. Und hier, wo er da hinten mit dem Hund da rumläuft, da kannst du auch noch gut werfen. Also. Ja, das hatte ich letztes Mal auch. Ich habe Moos gefangen. Du hast Moos gefangen, ohne Moos nichts los. Der war gut. Was bin ich ausgerutscht hier, ne? Ey, hier musst du aufpassen, hier ist voll glitschig. Also solltest du ins Wasser fallen, ja? Ja. Das erklärst du deiner Mutter. Oh, ich liebe diesen See, ne? Und so, wenn ich das mir so angucke hier, also beim letzten Mal konntest du nicht so weit auf den Grund gucken. Der ist eigentlich auch ziemlich sauber. Hier macht doch Tauchen bestimmt auch Spaß. Ja? Ob man hier einfach mal so tauchen kann? Stimmt. Wer weiß, ich sehe hier kein Schiff, wo Bohren verboten ist. Ne? Nee, deswegen. Ich denke mal, die werden hier angeln. Ja. Das ist für irgendeinen Grund müssen sie ja diese Dinger hierher gebracht haben. Ja, diese. Boah, weißt du, wie die aussehen, die Pflanzen? Das sind diese typischen Kaltwasserpflanzen. Ne? Die hatte ich früher bei meinen Goldfischen auch. Ja. Die kannst du hier rausziehen und kannst du ins Aquarium pflanzen, wenn du Kaltwasserfisch hast. Ich glaube, die wachsen sogar hier im Warmwasser. Jetzt Action. Ich will mal hier vorne so ein bisschen. Mach doch. Auch noch mal ein Foto machen. Was? Ja. Nee, ist nicht wirklich was. Nee. Ja, wir versuchen jetzt mal eine andere Stelle. Und ich würde sagen, oder wollen wir erst hier hingehen? Weil da war ich noch gar nicht. Ja, dann gehen wir da hin. Dann gehen wir da erst hin. Und dann können wir auf den Rückweg noch mal hinten an der anderen Stelle, wo ich die Axt rausgezogen habe. Der war schon besser.
Kaffee-Time. Mit meinem neuen Trangia-Kocher. Nee, Quatsch, ist das Trangia? Ich glaube ja. Ich glaube ja, ne? Naja, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Und zwar habe ich mir aus den alten M71 habe ich mir dieses Teil hier gebastelt und habe das mit dem Braten ein bisschen zusammen gemacht. Ich hoffe, es müsste gehen. Guck mal, meine Hand qualmt. Ja. Ja, es müsste gehen. Ist nicht ganz so, wie es mir, naja. Aber es scheint zu funktionieren. Jetzt hätte ich es ein bisschen wackelig hier, der Untergrund. Spinne. Sehr gut, den kochen wir erstmal Kaffee. Den habe ich bei Kellerwald Outdoor gekauft. Und zwar für sage und schreibe 10 Euro das Ding. Das war ein Ausstellungsstück. Ja, wir gucken nochmal weiter. So wie ich den Kaffee gekocht habe. Wollen wir hier weitergehen oder wollen wir da hinten? Weil guck mal, ich sehe, da ist einmal noch ein Dings. Aber da hinten ist ja auch noch ein Steg. Ob man auf den drauf gehen kann. Der sieht so klein aus, ne? Was ist das? Ist das ein Steg? Na, erstmal da vorne noch gucken. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang, ne? Und da wurde die Axt. Da vorne sind auch geile Felsen. Hm. Da vorne sind geile Felsen, die wollte ich sowieso noch mal gucken. Die habe ich nämlich letztes Mal von da hinten schon gesehen. Und da wurde die Axt geholt, da wollte ich noch mal hin. Meinst du, findest noch eine Wikinger-Axt, ja? Stimmt. So eine cool zusammengebaute. So eine cool, ultra cool zusammengebaute Axt. Ja, also ich sehe überhaupt keine Flamme bei dem Ding. Das scheint. Würdest du bitte mal aufhören, meine Schuhe zu fangen? Aber das scheint ganz normal zu sein, weil qualmen tut das Wasser. Und ab und zu sieht man mal so ganz leicht, da, doch jetzt. Ich hab was! Papa, ich hab hier was. Aber es scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Also ich warte mal, ist ja jetzt noch nicht allzu lange an. Ich hab hier was. Ja, du hast was, mal wieder. Also jetzt scheint da richtig in Gang zu kommen. Jetzt sieht man auch immer mal wieder hier so Flammen. Ich denke mal, der braucht erst eine Weile. Ich hatte ehrlich gesagt noch keinen so ein Teil. Ich habe immer mit den M71 gekocht. Aber ich bin begeistert. Das Ding geht richtig schnell. Bin ja mal gespannt, wie viel raus ist. Ich hatte den eigentlich jetzt voll gemacht, aber das saugt sich, diese Seitenwand, die scheint sich voll zu saugen. Ich hatte den ganz voll gegossen und wie ich eben reingeguckt habe, war nur noch so ein Viertel drin. Geht's? So, bitte, ich gehe mal ein bisschen weg hier. Die brechen nicht. Das ist hier so Weichplastik. Das hast du bei den anderen auch gesehen. Ja, das geht. Wow. Siehst du? Die sind besser hier. Das sind die Billigteile von Quenscher. Die sind besser wie diese teuren, die ich hatte. Bei dem letzten teuren ging es nämlich hier so drück, knack, da war es kaputt. Aber der Trangia geht einwandfrei. Geile Scheiße. Und vor allen Dingen, wenn ich reingucke, also es war genauso viel drin, wie also es hat sich eigentlich gar nichts ab. Der braucht schon mal gar nichts. Ne? Das ist eine unendliche Flamme. Und das Teil hier, schon kalt, ja. Ist ein bisschen dilettantisch zusammengerödelt hier, aber funktioniert. Dilettantisch zusammengerödelt. Was ist das? Ein Fischreiher oder so, hä? Ja. Der haut bestimmt gleich ab, pass auf. Go! Go! Miau! Go! Na, das sag ich doch, siehst du? Flatter, flatter, jetzt, flatter. Jetzt! Jetzt geht er zum anderen aber. Go! 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 Guck mal, das sieht doch geil aus da, der Felsen, ne? Ja. Sieht man den auf der Kamera? Schwer zu sagen. Das sieht cool aus. Das ist schon wieder ein anderer Teich. Ja. Das ist der Teich, an dem wir jetzt eigentlich werfen? Ich hab mal was. Hm? Viele Leute denken, wir verstellen uns vor der Kamera, aber das Schlimme ist, wir sind wirklich so. Ja. Koko! Käffchen schmeckt. Oh. Jeep. Ernsthaft sollst du sein. Okay. Also du sollst doch nur sagen, wir gehen jetzt. Ey. Herzlich. Ich gehe in mich. Na los! Oh, Lukas! Okay. Koko! Also,
wir gehen jetzt erstmal wieder zurück und werfen da hinten nochmal. Genau. Nee. Ja, da vorne, da ist eine Stelle. Dann gehen wir da zurück, wo wir die Axt gefunden haben. Genau. Oh. Und hier hinten haben wir ein schönes Waldstück entdeckt. Das werden wir dann auch nochmal. Das muss ziemlich groß sein. Weil da kommt eigentlich erstmal eine Weile nichts. Was kommt dann da? Was ist denn das? Tettenborn-Kolonie oder so müsste da hinten irgendwo kommen. Das ist das ewig weit weg. Das ist doch nicht schlecht. Das werden wir uns auf jeden Fall nochmal angucken. Ja, also hier sind wir jetzt am Höllteich. Was ist der an? Oh, hast du was gefangen? Ja, am Stranden. Cool. Oh, hier musst du aufpassen, hier liegen viele Steine und so. Aber hier ist bestimmt was drin. Ist was drin? Ja, dann zieh schön langsam. Ja, so langsam auch nicht. Hängt da genau dazwischen, siehst du das? Zieh mal. Tut sich nichts. Musst ein bisschen schräg ziehen. Ich sag ja, hier vorne müsst vielleicht ein bisschen weiter nach da gehen. Der hat sich auch jetzt genau dazwischen gekeilt. Und du siehst es, ne? Warte mal. Oh, der hängt richtig da, ey. Und ich muss irgendwas jetzt das auch raus. Denn ich muss immer, du musst immer so ein bisschen schräg dann ziehen, weißt du? Aber war nichts dran, ne? Oder es hat sich eben draus abgezogen, das kann natürlich auch sein. Tada! Doch! Was ist das? Was ist das? Tja. Hm. Das könnte... Eine Kette? Nee, irgendwas vom Angeln oder so, denke ich mal. Ein Vorfach oder so ist das. Ja, ist ein Stein, oder? Ein Vorfach. Okay, unser erster Fang. Ein sehr, sehr extrem teures Vorfach. Kaum zu bezahlen, die Dinger. So langsam brauchst du nicht ziehen. Ich habe irgendwas dran, ich wurde nicht so schnell. Ja? Bist du sicher, dass du irgendwas dran hast? Sehr sicher. Hat es richtig Klack gemacht? Nee, aber... Ich merke, dass irgendwas muss dran sein. Ja, das kann aber manchmal täuschen. Das ist manchmal, wenn du hier irgendwelche Äste oder so... Ja, aber vielleicht. Aber manchmal, wenn du so größere Sachen dran hast, finde ich, dann merkst du richtig im Seil drin, dann merkst du richtig, es geht richtig Klack. Merkst richtig, wie der Magnet anzieht. Und dann musst du wirklich vorsichtig ziehen. Dann merkst du auch gleich, wenn es weg ist oder so. Du musst dir am besten so ungefähr versuchen, die Stelle zu merken. Weil du siehst da vorne, wenn du guckst, siehst du, wo die Blasen aufsteigen, da ist der Magnet. Immer so ein bisschen weiter zu dir, wo die Blasen aufsteigen, ist der Magnet. Weil du ziehst ja in der Zeit, weißt du, dann brauchst ja... So ungefähr. Dass man sich dann immer schon mal so die Richtung merkt, wo man hingeschmissen hat, weißt du? Ne, scheint aber, also ist auf jeden Fall nichts Größeres dran. Es war auf jeden Fall irgendwas dran. Ja? Es war auf einmal schwerer. Aber hier ist, ja, aber hier ist weniger Grünzeug. Hier hast du jetzt noch nicht einmal Grünzeug dran gehabt. Hm. Vielleicht versuchst du noch mal in dieselbe Richtung. Da! Ein Grünkorken! Aber den hast du nicht gemerkt. Nee, den nicht. Norton Hardenberger aus Nordheim. Duderstadt Nordheim, die Ecke. Ja, was dran. Klar, Angelhaken. Nee, was ist das? Auch wieder so ein Vorfach oder so. Also hier scheinen ziemlich viele Angler zu sein. Schmeißt du mal mehr in die Höhe als in der Weite. Ja, siehst du, das ist ein Lenker oder so. Ein Lenker? Das muss irgendein Lenker sein. Hier bewegt sich auf jeden Fall irgendwas Größeres. Siehst du es? Hm, ja, das scheint irgendwie ein Rohr oder sowas, ha? Ja, das ist irgendein... schwer zu sorgen. Sieht eigentlich aus wie ein Stock. Aber ein Stock kann es nicht sein. Hol's mal raus. Hey, was ist das? Ein Kabel. Ein altes Drahtseil, würde ich sagen, oder sowas. Hier ist auf jeden Fall eine Öse. Wo hast du denn das jetzt eben rausgeholt? Hier vorne? Hier vorne so, ja. Warte mal. Was ist das hier? Siehst du da das mit dem Weißen verbunden? Ah, nee, das ist ein Stock oder so. Das ist ein Stock oder irgendwas.
Ja. Ja gut, hier das Weiße, das kann manchmal hier, du hast ja hier Gipsgebiet und so, das kann manchmal auch Gips sein oder Winter sein. Oh, das sieht so geil aus, der See. Der ist jetzt schon wieder ruhig, ne? Ja. Total ruhig, ne? Wie ein Spiegel. Und jetzt schmeißt du das Ding rein und sieht dann wieder aus wie eine Schallplatte. Lass dich sehen, wie weit der war. Kilometer! Da ist trotzdem ein kleiner Knoten drin. Ja, der zieht sich jetzt raus, siehst du? Ein Edeltechniker. Erfahrung ist alles. Jahrelang selber Magnet gewesen. Eine Gabel! Ich habe eine Gabel gefangen, wenn ich das richtig sehe. Endlich haben wir wieder unser Outdoor-Besteck. Klar, das ist eine Gabel. Hä? Er schmeißt hier eine Gabel rein. Die geht noch voll, ne? Ups, und ein Angelhaken. Oder nee, das ist auch wieder so ein Vorfach. Die Vorfächer, die scheinen nicht allzu viel zu taugen, ne? Was macht man mit Vorfächern? Na, das ist so ein Wirbler hier, damit sich das nicht verhuddert. Eine Gabel. Die ist auch so gut wie neu. Gucke, da hängt eine braune Soße noch dran. Naja. Mit einem Wurf, hä? Hast du das hier sehen, wie es geht? Erster Wurf, eine Gabel. Erster Wurf, gleich eine Gabel. Na, guck mal gleich nochmal. Gucken. Sieht nicht so aus. Doch. Doch. Ey, schon wieder so ein Vorfach. Das gibt's doch nicht. Das, wie viel ist denn das jetzt? Das ist bestimmt schon vierter, fünfter. So. Kleinkram und wieder so ein Vorfach. Ich sag ja, wir haben bald unsere Angelausrüstung zusammen, ey. Die müssen ja eigentlich nicht viel taugen, ne? Naja, das ist so Billigkram, weißt du? Das ist einfach nur so zum Verwirbeln. Ich denke mal, da werden hier so Futterfische oder sowas mitfangen. Ich glaube nicht, dass so ein kleines Vorfach hier so ein Hecht oder sowas aushält. Ich weiß es nicht, ich bin kein Angler. Also kein Fischangler. So, hier haben wir nochmal. Wer nochmal nachgucken will, www.grünesband-harz.de. Ja, also hier ist Bad Sachsa, hier ist Waldgried und hier diese ganzen blauen Punkte, das sind hier Teiche ohne Ende. Also die werden wir jetzt auch nicht mit einmal alle ablaufen können. Das hier ist das Kloster in Waldgried. Mhm. Ist auch schön. Hier siehst du, hier sind also auch jede Menge Fische drin, denke ich mal. Sieht nicht gerade wenig aus. Ja, und hier sind halt jede Menge Sachen um Waldgried, wo man gucken kann. Also hier ist, ich sag, also das ist wirklich so eine Perle im Südharz Waldgried. Weil hier eben unheimlich viel auf unheimlich kleinen Gebiet ist. Da vorne liegt eine Matratze im Wald. Also so jetzt so für die Wanderer, ne? Wenn es gar nichts mehr geht, könnt ihr euch auch mal eine Ja, was willst du machen, ne? Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie viele Teiche das hier in Waldgried überhaupt gibt. Das schätze mal. X Teiche, keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Also ich denke mal 20, 30? Bestimmt. Aber hier müssen wir auch aufpassen. Jo. Ja? Oh ja. Rutschiger auf jeden Fall. Der sieht auf jeden Fall fester aus wie der andere. Aber hier kannst du auch gut werfen. Und hier vorne habe ich die Axt rausgeholt. Aha. Hier vorne war das. Guck mal, da schwimmt so ganz leicht Eis. Das sieht ja auch geil aus. Moos, da ist was. Da ist was. Hm. Was ist das? Keine Ahnung. Ich würde sagen, irgendwas so. Von den alten Eimer oder von einem alten Topf oder sowas. Also hier ist auf jeden Fall Modder ohne Ende drin, ne? Hier habe ich letztes Mal auch ausgesehen wie ein Schwein. Deine Mutter wird sich freuen. Hm, wird so. Ja, das ist irgendwas. Alten Topf oder so. Scheiße. Schnell mal eine Jacke. Wozu haben wir denn eine Waschmaschine? Ist ja ein Hufeisen. Ja? Es hat auf jeden Fall so eine U-Form. Sieht auf jeden Fall stark danach aus. Siehst du es hier? Ja. Ey, cool. Das ist ein Hufeisen, oder? Das sieht so aus, ne? So ein ganz kleines, ne? Das ist ja cool. Ey, das würde richtig gut in eine Vitrine passen, ne? Du siehst mit den Augen mehr, als wie ich mit dem Magneten raushole, ne? Das ist mir letztes Mal auch passiert. Du Schlaumeier, ja, jetzt krieg ich nur mal wieder ab.
Das wird nämlich gar nicht so einfach. Den musst du so abknicken. Sonst wird das eine Schluckers. Wie abknicken? Na, den musst du so wegmachen. Nicht in eine Richtung ziehen, genau. Ja. Tja, ne? Das ist eben der Nachteil. Oh! Ey! Nee, ne? Soll ich probieren, komm her. Das ist mir nämlich letztes Mal auch passiert. Ey, das kann doch nicht wahr sein, ne? Warum passiert mir sowas? Ja, das ist mir letztes. Ja, schön an die Jacke gewischt. Ich brauch meine noch für die Schule. Ja. Naja. Der hängt natürlich jetzt genau hier drunter, ey. Scheiße. Und ich würde sagen, das ist ein Hufeisen. Oh! Action bei Plan C! Oh. Alter! Scheiße! Wie hast du das geschafft, ey? Was ist mir letztes Mal schon passiert? Wie hast du das letzte Mal abbekommen? Na, ihr wirkt wie ein Irrer. Oh. Wenn ich gleich drinnen liege, ne? Dann bist du schuld. Soll ich dich festhalten? Alter, das wird jetzt hart, ne? Oh oh. Das ist nicht gut. Ein Stock oder so. Brauchst du ein Messer? Nee. Scheiße. Oh, der hängt doch voll am Eisenträger, ne? Nur schauen, du bist ein Held, ey. Hab ihn! Du bist ey. Alter! Ey! Tja, sowas macht halt nur Plan C, ne? Das Wasser ist arschkalt, ne? Mhm. Das könnte aber an der Jahreszeit liegen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, im Sommer ist es wärmer, ne? Auf jeden Fall. Oh. Handschuhe wären eigentlich auch keine schlechte Idee, ne? Findest du? Ich habe sie liegen. Jedes Mal will ich sie einpacken und jedes Mal lasse ich sie liegen, ne? Ich bin nicht so ein Handschuh-Fan. Ja. Aber hier musst du eben wirklich aufpassen, weil hier an den Steg darfst du nicht drankommen. Du musst immer so ein bisschen Abstand halten. Weißt du, wo das noch beschissener ist? Wenn das jetzt hier so eine große Brücke wäre. Und du knallst ihn da unten dann so 10 Meter weiter runter irgendwo an so einen Eisenträger dran, das ist richtig scheiße. Ist mir auch schon passiert. Weil in den einen Video, weißt du, ich klong. Da hätte ich mich bald dranhängen können, ey. Nee, so. Das ist mir mal passiert. Da war mal in einem Video an der Brücke. Da war mal auf der Brücke, da ging links und rechts weiter, weißt du noch mehr? Wo ich mal den Schneemann gemacht habe, so ein bisschen. An dem Wehr? Ja. Ach da, ja. Da stand ich hier so, wollte nur unten hin, hab hier so ein bisschen Schwung gegeben und bin dann natürlich unter der Brücke. War ich dann. Naja. Also heute ist irgendwie ein Knoten im Seil, ne? Irgendwie ist immer das Seil, Papa. Knoten im Seil. Ich würde sagen, wir schmeißen noch ein paar Mal, dann wird das Licht auch so langsam weggehen, ne? Ich weiß gar nicht, wie spät das jetzt ist. Ich auch nicht. Der Master. Hast du gesehen, wie der geflogen ist? Das ist doch eine Kunst für sich, oder? Ey, ich bin perfekt. So gut, ne? Oh, leck mich am Arsch. Ich hab ein Blatt gefangen. Mal noch einmal in die Richtung möchte ich bitte, ja? In die, ja? In die Richtung. Achte jetzt auf den formvollendeten Wurf. Technik ist alles. Gleich hau ich mir das Ding wahrscheinlich voll vor die Ömme. Wie es dir mal passiert ist. Ja, das war gut, ey. Naja. So, jetzt beim letzten Mal bleibe ich nochmal ordentlich an der Brücke hängen hier. Tong. Und wir können Abspann drehen. Ich setze mich hier drin. Jetzt ist der Steg. Das war's für heute. Macht's gut. Schmeiß mich nicht um hier. Geht in den Wald, werdet bessere Menschen, geht Magneten anlehnen, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Jetzt wollte ich mich gerade hinhocken, dann machst du Ende, ne?
Oh. Jetzt zum krönenden Abschluss, Papa. Ein Sprung. 500 Millimeter Höhe. Was ist das denn? Also ich sah eben vor meinem geistigen Auge Jens Weißflug, wie er die Vier-Schanzentournee gewinnt. Ne? Ey, du bist wahnsinnig.